Willkommen jetzt zu einer weiteren Folge My Singing Monsters. Wir wollen heute mal in diesem Video auf der neuen Insel Magische Kreuzung das nächste Monster, bei mir ist es gerade das vierte, die Klavimücke auf jeden Fall platzieren. Und hier ist auch schon am Start, genau, das Ei von der Klavimücke. Let's go. Sehr, sehr schön. Der neue Eintrag. Okay, sehr, sehr, sehr schön, okay. Let's go. Oben rechts ist auf jeden Fall am Start die Klavimücke. Sehr, sehr schön. So. Ich habe mir die auf jeden Fall ausgesucht, weil ich den Sound richtig gut finde. Mal gucken, wann der anfängt. Okay. Okay, gerade macht er nichts mehr. Und? Ja, bisher auch ziemlich schwach, finde ich. Also der Karma, ehrlich gesagt, ist nichts wirklich so wirklich. Was war das denn? Auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich habe ihn so ein bisschen besser in Erinnerung gehabt. Ach so, jetzt kommt noch was. Ach so. Okay. Auf jeden Fall nicht zu früh urteilen. Genau, das ist schon mal nice, finde ich. Okay, kommt er jetzt noch mal oder? So, ich glaube, das ist genau. Geil. Okay, war es das schon? Okay, ich glaube ja. Das waren jetzt gerade zwei Durchgänge. Also ich finde persönlich, das hört sich geil an. Es ist ein bisschen kurz, aber ist halt wie beim Glockenbär. Ich glaube hier, Rare Robux. Ich glaube, du fandest den auch nicht so heftig, den Glockenbär. Also ich finde den Sound allgemein einfach geil, auch von dem anderen Monster hier. Von dem, oh, wie heißt der nochmal? Oh, wieder vergessen. Klavimücke. Finde ich auch geil, aber einfach auch ein bisschen zu kurz, aber ich finde, bei dem geht das noch. Glockenbär ist halt ziemlich kurz und keine Ahnung. Na gut, auf jeden Fall finde ich das Monster ganz geil. Ich würde mal sagen, als nächstes nehmen wir mal dieses Pekne da. Und zwar, ich suche das gerade schon mal. Pekne da ist hier. Das hier. Das geht ziemlich lange, ist richtig, richtig gut auf der Insel. Ich weiß gar nicht, warum ich den noch nicht auf der Insel habe. Also, ja, mal gucken. Den nehmen wir auf jeden Fall als nächstes. Ich fand auf jeden Fall am besten die Balaun. Die Balaun und die Beißerchen, die waren also auf jeden Fall meine Favorites, wo ich mir die Insel angeschaut habe, den kompletten Soundtrack auf YouTube beim MSM Pro Gamer. Grüße gehen raus. Nee, auf jeden Fall, das waren meine beiden Lieblingsmonster. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video und bis nächstes Mal. Ciao.